Politisch waren sie bislang nur vereinzelt in Erscheinung getreten. Trotzdem sind die Vorschusslorbeeren groß, auch in Ingolstadt. Heimlich, still und leise haben sich die Piraten in der lokalpolitischen Szene etabliert und wollen das Parteienetablissement aufmischen. Auch im Jahr 2012 und nicht nur mit dem Leib- und Magenthema Internet. Vom Image der nur Internetpartei wollen die Piraten weg, doch das Internet macht sensibel. Die virtuellen Freiheiten wollen sie auch im realpolitischen Leben umsetzen. Ich kann mir Besseres vorstellen, als eine Organisation hochzuziehen, die es eigentlich schon 4-5 Mal in anderen Parteien gibt. Bloß solange die sich blind und taub stellen, auch auf lokaler Ebene, Bürgerbeteiligung, Transparenz, da wird viel gelabert, aber nichts getan. Und für das sind wir da. Doch vom Fordern zum Gestalten ist der Weg weit. Die Geheimnisse der politischen Arbeit sind ihnen noch weitgehend fremd. Mit Zahlen und Fakten umgehen heißt die Herausforderung. Da sind wir noch in den Anfängen. Wir können nicht alles aus dem Hut zaubern. Also wir arbeiten uns jetzt gerade in regionalverkehrsplanerische Themen ein, das ein heißes Thema ist. Natürlich ohne Finanzen geht gar nichts, mit der wichtigste Punkt. Es ist ein Learning by Doing. Im Visier ist der öffentliche Personennahverkehr. Der gehört technisch aufgerüstet, sagen die Piraten. Das Know-how dafür gibt es sogar vor Ort. Alleine von der Vernetzung zwischen den Bussen, intelligente Fahrzeugsysteme. Wir haben einen kleineren Automobilhersteller, der solche Systeme entwickelt. Intelligente Vernetzung, wann ist wo mehr Last, wann braucht man Busse. Ich sehe diese ganze Verkehrsplanung, sehe ich nicht, dass da irgendwas passiert. Auch der digitale Service der InVG lässt zu wünschen übrig. Schnell mal am Handy die Busverbindungen checken, ist in Ingolstadt noch nicht möglich. Jeder, der ein Smartphone hat, kann eine App benutzen, die ihm den nächsten Bus und den besten Weg zu seinem Ziel anzeigt. Das kann für Ingolstadt aktuell nicht genutzt werden nach Rücksprache mit dem Programmierer, weil die Datenbasis der InVG nicht vorhanden ist. An Aufgaben mangelt's also nicht, bleibt der Bekanntheitsgrad. Den will man steigern beim politischen Aschermittwoch ab 10 Uhr im Stadttheater. Also mit Bundesvorstand, Landesvorstand Bayern. Und dann können die Leute sich mal unverbindlich mal anschauen, was machen wir da überhaupt? Oder wo kommt das her und wo wollen wir hin?